Haben Sie Erinnerungen an den Kriegsbeginn? Ja, na sicher. Denn mein einer Bruder, der war ja schon Offizier, junger Offizier damals, der später auch gefallen ist. Und der war zuerst in Frankreich eingesetzt. Und das weiß ich noch. Und mein Vater hat uns damals schon erklärt, wir siegen uns zu Tode. Wie die vielen Siegesnachrichten kamen, schon nach dem Frankreich-Feldzug hat mein Vater das vorausgesehen. Der hat es Gott sei Dank gar nicht erlebt. Und ist vorher mit 62 Jahren leider schon gestorben. Und 42 und hat uns damals schon prophezeit, wir siegen uns zu Tode. Und er hat ja leider recht behalten. Ich weiß nur noch, wie der Russlandfeldzug anfing. Mein ältester Bruder, der war auch in der Reserve, der wurde dann auch eingezogen. Und der dritte Bruder hatte sich im Arbeitsdienst eine so schwere Tuberkulose geholt, dass er gar nicht eingezogen wurde. Und das war ja noch sein Glück. Und das ist der Einzige, der nachher, naja, mein ältester Bruder ist nachher wiedergekommen, aber der andere Bruder ist gefallen. Genau, ich war auch verlobt während des Krieges, der ist auch gefallen. Also alles in Russland. Aus unserer Familie sind sämtliche Vettern, es waren sechs, drei, zwei Brüder gefallen, mein einer Bruder und angeheirateter Vetter, also und mein Verlobter, es hat gereicht. Und ich weiß auch noch, meine, bei uns war es ja damals so, Schule, Abitur, Arbeitsdienst, wir wurden ja, Mädchen wurden ja auch genau wie die Jungs gemustert und eingezogen. Dann freuten wir uns, ach, jetzt können wir wieder nach Hause. Nee, ihr werdet noch nicht entlassen, ihr macht noch ein halbes Jahr Kriegshilfsdienst. Und da gab es ich hatte Riesenglück. Ich kam in die aerodynamische Versuchsanstalt in Göttingen, aber eine Schulfreundin, eine war in der Munitionsfabrik, eine war im Lazarett. Viele wurden auch als Straßenbahnschaffnerin und als sonst was eingesetzt, dieses halbe Jahr. Und wie verlief Ihr Kriegsdienst, wenn Sie ihn kurz beschreiben könnten? Der Kriegshilfsdienst, da hatte ich Riesenglück, weil ich als technische, also es waren fast nur Abiturientinnen, andere konnten da gar nicht für diese ganzen Institute gar nicht gebrauchen. Wir wurden eingesetzt als technische Rechnerin. Da mussten wir, was man heute mit Computer macht, machten wir damit zu so endlos langen Rechenschiebern. Nicht? Wahnsinnig, also Berechnung von diesen Versuchen, die Auswertung von den Versuchen. Ich war im Institut für Strömungsmaschinen. Und andere, wir waren alle verteilt, aber es waren alles andere, also aus meinem Arbeitsdienstlager war keine, die waren alle wieder woanders. Ja, man lernte wieder Leute und neue Mädchen kennen. Wir waren nur 11, waren wir da in Göttingen. Und wir trugen da schon zivil, hatten aber noch so eine Anstecknadel, dass wir dem Arbeitsdienst noch angehörten. Ne? Wussten Sie, was für Berechnungen Sie vornehmen? Wofür das war? Ja, das wussten wir. Das ging ja Strömungsmaschinen, da ging es um. Damals gab es also die Düsenflugzeuge, da haben sie damals schon dran gearbeitet. Das weiß ich von einer anderen, die in der Abteilung arbeitete. Dann bei uns ging es darum, dass die Flugzeuge in großen Höhen fliegen konnten. Da wurde doch die Luft zu dünn. Und das ging darum, mit dieser Strömungsmaschine die Luft zu verdichten, den Sauerstoffgehalt, damit die mit ihren Benzinmotoren da in der höheren Höhe fliegen konnten. Darum ging das, ging diese Versuche. Und Sie haben gesagt, Sie haben ja einen Verlobten gehabt. Ja. Können Sie vielleicht diese Verlobung beschreiben, wie die gewesen ist? Das ging ganz schnell. Er war, also eigentlich war es so, der war Jahrgang 17, also das sind die Jahrgänge. Damals mussten noch die Jungen, halbes Jahr Arbeitsdienst, 2 Jahre Militär. Er hatte also, wie gesagt, Abitur, er war aus der Nähe von Hannover, hat in Hannover die Schule besucht und war dann gerade so weit, hätte im Herbst 39 von der Wehrmacht entlassen werden müssen und wollte eigentlich Maschinenbau studieren, hatte schon seinen Praktikumsplatz. Die wurden ja gar nicht entlassen und als Abiturient wurde er allmählich auch Offizier. Und den hatte ich dann kennengelernt in Göttingen während des Kriegshilfsdienstes. Und naja, und nachher leider war, einmal hat er es auch geschafft, sich nach Magdeburg versetzen zu lassen. Er war nach einer Verwundung eben noch nicht wieder einsatzfähig, Gott sei Dank. Aber das, leider war es ja nachher andersrum. Und dann eines Tages, da war er gerade bei mir zu Hause zu Besuch, bei meinen Eltern, also mein Vater hat ihn auch noch kennengelernt und meine Mutter und so weiter. Und da kriegte er einen Anruf. Er wäre wieder KV geschrieben, er müsste wieder raus. Und da haben wir gesagt, nee, dann wollen wir uns doch rasch noch verloben. Ich mochte, so wie heute das so üblich ist, das mochte ich nicht. Ich wollte klar, wir wollten beide klar Schiff, wir wollten klare Linien unserer Beziehung. Und da haben wir uns dann schnell noch verlobt im Herbst 42. Und im Februar 43 ist er ja dann gefallen.